natürlich zählt das Credo eigentlich, dass wir Onboard fahren. Aber ich denke, wenn ich jetzt die ganze Zeit Onboard fahre, da kann ich auch mal. Kann ich auch mal von außen fahren. Ich möchte nämlich den grünen Streifen hier noch entfernen. Also den grünen Streifen will ich gerne noch entfernen, dass ich hier ein komplettes Feld habe. Weil ich werde hier sowieso einmal komplett alles drüber schrubben und gemeinsam anpflanzen. Viel Geld habe ich denn noch? 140.000, aber ich habe schon eine Sämaschine. Also für einen Drescher wird es nicht reichen. Das werde ich dann das LU machen lassen müssen. Ich brauche noch einen Anhänger. Dann nehme ich vielleicht einen Acroliner. Ein Krampel. Ne, ein Akkuleiner wollte ich schon. Und dann kann ich ja da noch mal habe ich schon einen Anhänger. Was hat er gesagt? Ich glaube 80.000 knapp für Ding. Ich habe aber nicht mehr so viel Geld über. Ich muss ja gerade abchecken. Jürgen mit Sojabohnen, ob er die braucht für die Dieselproduktion. Würde ich den nämlich beliefern. Weil auf der Schwarzingen 3 gibt es auch diverse Produktionen. Die wir dann natürlich auch. Ach, hier fällt das Feld so extrem ab, das ist ja krass. Die wird dann natürlich auch nach und nach betreiben müssen. Upsasa. Wir haben im Grunde ziemlich gut gewirtschaftet. Also ich habe ja bei 0 Euro angefangen. Ich und mein Deutsch. Ich und mein Deutsch. So, ich habe zwar kein Deutsch, aber trotzdem guten Tag. Hallo. Hallo. Ich habe beim LU nachgefragt und die haben Flug, aber einen sehr großen. Wahrscheinlich müssen die sich erstmal besprechen, ob sie das überhaupt verleihen.
Ja, okay, schade. Ich warte da auf, halt auf Rückruf da noch. Ich werde es ihm aber sagen, wenn es nicht klappt, werde ich es ihm sagen und sonst halt welchen Teilen, dass es geklappt hat. Okay. Ansonsten, wenn sie gerade frei wären, beim Händler stünde meine Saatgutmaschine, meine Väterstadt Rapid A600, glaube ich. Sämaschinen sehe ich hier nur so eine Horsch Einzelkorn Sätechnik. Stimmt. Die ist mein. Nee, die neben dem Schild. Weiß nicht mal mehr, was ich gekauft habe, ey. Wenn sie da ein Fahrzeug hätten, könnten sie die mit runterbringen, aber sagen sie dem Hans-Peter vorher, er soll noch 2 Big Packs für mich kaufen. Okay, wird gerade ein bisschen schwer. Also aktuell nicht, weil ich halt, wie gesagt, der Velg steht noch in der Warteschleife, bis dass ich das halt transportieren kann, aber. Ach so. Ja, aber okay, nee, dann. Das, ja. Okay. Danke erstmal, tschüss. Schade. Wäre ja zu schön gewesen, da muss man ein bisschen sparen. Macht ganz schön müde hier, das Tiefenlockern. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon fast die Hälfte geschafft. Ganz schön aufwendig, mit 4 Metern hier das Teil zu tiefenlockern. Aber naja, was sein muss, muss sein. Nö. Hallo? Hallo. Ja. Der Herr Lukas Müller nochmal hier. Also, das LU sagt, das ist grundsätzlich steht da zur Vermietung. Es ist ein 6,2 Meter Flug mit passendem Traktor dafür und der Spaß kostet 500 Euro die halbe Stunde. 600 oder 500? Also ab Abfahrt beim LU oder ab Arbeitseinsatz? Wie meint sie ab Arbeitseinsatz? Also, dass ja, sobald sie am Feld anfangen oder sobald sie den Flug abholen? Frag ich mal nach. Legt er immer einfach auf, ey. Sag ich ihm nachher, da soll man wenigstens Tschüss sagen. Ein unhöflicher Mensch. Eieiei. Oh, das wird ungemütlich. Kurz mal ein Turbo angeschalten. Ich und mein Deutsch. Ja. Hallo, ich weiß, es ist total viel Telefoniererei. Also, die. Also, sobald man den abgeholt hat, berechnen sie und ja. Okay. Was hängt denn da für ein Traktor davor? Fährt er wenigstens schnell genug? Oh, muss ich nochmal nachfragen. Nee, warten Sie. Nächstes Mal sagen Sie bitte Tschüss, wenn Sie gehen. Okay, habe ich vergessen. Also wenn er 50 fährt, der Traktor, dann können wir das machen. Okay. Danke, tschüss. Tschüss. Nee, das war schon besser. Ja, wenn der 50 fährt, dann können wir das machen. Ansonsten kostet mich das viel zu viel.
Jürgen. Hallo. So einen Klingelton kannst nur du haben. ja, auch wenn ich gegen Reed vollkommen bin, aber ja. So, was los? Sollte ich anrufen. Ah ja, da war was. Ist die Dieselproduktion in deinem Besitz? Oder nur theoretisch? Oder wer betreibt die denn? Stadt. Die Stadt. Ich bin ja ich dann. Okay. Ich hab tatsächlich nur Sägewerk, Pelletsfabrik und die Mehlfabrik. Okay. Aber ja, man braucht LU von mir, um. Nee, ich habe nur überlegt, wenn du den Diesel produzierst, dass ich dich dann beliefern würde. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was man für den Diesel braucht. Zur Herstellung. Ich glaube Raps und sowas. Ich meine auch so Raps und Sonnenblumen. Oder Soja. Ja. Okay, bin mir aber auch nicht sicher. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, bis ich aussehen kann. Weißt du, wo man jetzt Saatgut kauft am besten? Weil der Landhandel hat noch nichts. Also, der Herr Neumann hat mir gesagt, wir können noch am Shop kaufen. Also, noch können wir beim Hans-Peter. Ja, das geht noch. Dann müsste ich doch gleich tatsächlich noch kaufen. Ja, ich muss auch gleich nochmal los zu ihm. Okay. Okay. Gut, denkst du dran? Ja. Gut. Ciao. Jo, ciao. Klingelingelingelingelingelingelingeling. Hallo? Ja, hier ist der Herr Stromberger. Ah, hallo. Und zwar, ich habe gehört, Sie bieten auch Holzarbeiten an, also Forstarbeiten. Liege ich da richtig? Wie kommen Sie darauf? Ich hatte den Herrn Peter gefragt. Der Varuna macht sowas. Was brauchen Sie denn da für Forstarbeiten? Ich würde gerne ein paar Bäumchen um mein Haus rum weg. Ich kann kommen und sie ihnen fällen, aber Abtransport habe ich nichts am. Habe ich nichts. Ja, fällen würde erstmal reichen. Ja, wo wäre das denn? Hof 1. Das ist da oben, wo die Polizeistelle auch ist. Ah ja, okay. Dann würde ich so in einer Stunde. Hoffe ich mal vorbeikommen. Ja, ich habe die mit dem, die zu fällen sind mit dem roten Kreuz markiert. Okay, fällen und entasten. Ja. Wie viel sind das denn? Ich hätte aber ein paar Mal die falsche Spraydose genommen. Einmal mit einem weißen Strich und einmal mit einem grünen Strich. Die bitte auch fällen. Ich habe da nur die falsche Spraydose in der Hand gehabt. Okay, und wie viele sind das ungefähr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30? Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, okay. Fichten oder Birken? Nadelbäume? Nadelbäume, ja. Okay, gut. Dann komme ich später. Wir sind dann also Fichten. Birken ja. Sind weiß, stimmt. Ja, ist meistens so. Okay. Ja, auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Alter, man sollte schon wissen, denn den Unterschied zwischen Fichten und Birken sollte man schon wissen. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege auf 4:30. Ich hoffe, dass der andere gleich mal kommt mit dem Traktor hier. Den grünen Streifen wegzumachen. Aber es geht doch recht flott.
Also sind ja doch, die zwei Felder zusammen sind ja, da haben doch eine gewisse Größe. Von dem her. Da geht es dann schon recht flott. Jetzt teile ich hier gerade mal, das ist ein bisschen immer so ein optisches Ding. Dann sieht es doch ein bisschen schneller aus, als dass man vorankommt. Obwohl es eigentlich nicht so ist. Gut, wie ihr seht, wir haben ja oben rechts jetzt ein paar neue Elemente. Eine Wetteranzeige, eine Temperaturanzeige, welche Jahreszeit wir haben und das war's. Und danach richtet sich eben auch die Aussaat. Das heißt, ich muss gucken, wann kann ich denn überhaupt was säen. Was soll ich ansehen? Das ist halt auch so eine Geschichte. Ich weiß nicht, was brauchen wir überhaupt hier in Schwarzingen im Moment.